Fangen wir einfach an. Hallo Freunde der Spielkultur, wir spielen heute Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Das ist ja schon vor 4 Jahren rausgekommen von Neocore Gaming, mit denen die ich mal früher kennengelernt habe in München. Ist schon ein paar Jahre her. Ein sehr netter Haufen von Entwicklern. Es kam heute ein neues DLC für eine neue Klasse raus und über Twitter hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich mit einem meiner Zulieferer für Keys gequatscht habe und der meinte, hast du vielleicht Lust, das nochmal zu spielen oder beziehungsweise anzuspielen mit dem neuen DLC? Ihr hattet noch ein paar Keys übrig und ich habe gesagt, ja, komm, machen wir mal. Ich habe da schon so lange nicht mehr reingeguckt, mal sehen, wie sich das Spiel in 4 Jahren entwickelt hat mit der neuen Klasse, die heute rausgekommen ist als DLC. Inzwischen kann man das Spiel relativ günstig erwerben. Es war damals auch nicht so schlecht. Das ist halt ein RPG im Warhammer 40k-Universum. Und wird halt immer noch durch Seasons supported, durch einige Updates und natürlich durch DLCs, also mit jetzt einer weiteren Klasse. Was mich damals so ein bisschen gestört hat, war, dass der Fern- und Nahkampfwechsel im Spiel nicht so sauber wirkt. Das kommt natürlich von Klasse zu Klasse bestimmt darauf an. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, es könnte ein Tick besser sein. Ein bisschen griffiger, ein bisschen mehr Waffenfeedback. Mal sehen, wie es jetzt ist. Ja, wir stellen uns einfach einen neuen Charakter und schauen uns den neuen Charakter auch an, den es gibt. So, ich muss übrigens auf einen kleinen Fehler hinweisen, der mir aufgefallen ist, falls ihr darüber kommt, weil 4K-Game oder sonst irgendwas. Die Auflösung des Spiels in Video bei 4K, ganz lustige Geschichte. Es kann sein, dass ihr ins Spiel kommt und könnt kein 4K einstellen, obwohl ihr 4K habt auf dem Monitor. Es hat damit zu tun, dass die Windows-Anzeigeeinstellung. Ja. Na, da komme ich jetzt nicht hin. Jedenfalls, es gibt ja bei Windows eine Einstellung, wo du sagen kannst, wie stark vergrößert Schrift und so weiter werden soll. Und wenn die auf 150% steht, denkt der, dass du einen 1044p Monitor hast. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das mit dem DLC kam, der Fehler und so weiter, aber ich habe relativ schnell im Forum das gefunden, woran es liegt. Man muss dann einfach die Schriftgröße auf 100% runterstellen und dann kann man auch die 4K-Auflösung einstellen. Ganz merkwürdig. Danach soll man es angeblich wieder hochstellen können, solange man hier drin nichts verändert, bleibt das auch bestehen mit den 4K. Es ist crazy. Habe ich auch noch nie bei einem Spiel erlebt, dass das so sein soll. So, ganz neu sind die Kampfschwestern. Die Kampfschwestern führen sowohl geweihte Waffen des Imperiums als auch die Macht ihres unerschütterlichen Glaubens. Wenn ihr Glaube das höchste Maß erreicht, können sie sogar die Form von gestaltgewordenen Heiligkeiten einnehmen. Lebende Gefäße, die den Willen des Imperators in sich tragen. Soritas Inquisitoren verwenden Glaubenspunkte, um Akte des Glaubens zu manifestieren und zu gestalten. Gewordenen Heiligkeiten zu werden. Die Methode zur Ressourcengewinnung hängt von der Auswahl des heiligen Ritus vor dem Aufbruch zur Mission ab. Akt des Glaubens, Gestalt gewordene Heiligkeit. Die Rüstung, die haben Handflammenwerfer. Die Expertise. Ich denke mal, das ist einmal ein bisschen fokussierter auf Nahkampf wegen der Bolzenpistole, dem Kettenschwert in der Ausrüstung. Handflammenwerfer und Feuerschale. Ich glaube, das ist am interessantesten, weil der Handfeuerwerfer ist im Moment eine neue Geschichte. Man kann übrigens sehen, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe, weil mir ein DLC nämlich fehlt. Genau, das Prophecy-DLC fehlt mir nämlich. Das war nämlich auch schon eine erweiterte Klasse. Früher habe ich nämlich, glaube ich, mit dem Kreuzritter gespielt. Aber es geht halt alles, ne? Haben alles seine Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich saisonale Charaktere, genauso wie bei Diablo. Es gibt einen Story-Modus, der das super einfach macht, damit man einfach die Geschichte erleben kann vom Spiel. Aber es hat auch ein Late-Game, wo man halt einfach nur sammelt. Haben die Boltpiste mit Bolzenpistole übersetzt? Ja, richtig. Die haben den Bolter mit Bolzenpistole übersetzt. Ich nenne meine Schwester Svetlana. So. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ist für mich auch wieder neu. Inquisitor's log. Classified report. Scheduled for later transmission.
I am closing on the source of the Inquisitorial distress signal I was assigned to investigate. The coordinates I received from the Caligari Conclave led me to a desolate system. There were many delays during the journey. The intensity of the Caligari warp surges is beyond anything I've experienced. These anomalies are spreading through the subsector like a tidal wave. The distress signal has an ancient encryption used by the Horny Odos. It is authentic, but extremely old. The signal is coming from a battle fortress monastery that was likely spat from the warp when the tide of the surges swept through the sector. There is no response to our hailing signals. Inquisitor, this is your captain speaking. I'm still trying to hail the monastery, but I get no response. The hull looks intact, though. I think it was simply abandoned a very long time ago. Then what do you expect to find over there? Something that once belonged to the Inquisition. And lots of empty halls. Sounds exciting. I've instructed your pilot to land on the hangar deck. Stand by, and wait for my signal. Inquisitor, the automatic defense system has been activated. The turrets are attacking you. Do you... Schon ein paar Jahre her. Mich wundert übrigens gerade, dass dass im Intro englische Untertitel waren, obwohl das Spiel auf Deutsch eingestellt ist. Captain, do you copy? Captain von Winter, can you hear me? Wobei ganz früher, ich glaube, ich habe es nur in Englisch damals gespielt. And I can't use my teleporter device. Something must be disturbing my signal. I will record everything in my audio log, in case I don't return. So, ich gucke aber noch mal ganz kurz rein, weil Sprache Deutsch eingestellt. Größte der Schwelle mit Texte normal. Inquisitorial log, new entry. While attempting to dock in the hangar of an unknown fortress monastery, my transport took heavy fire. I suspect that the automatic weapon systems were activated, but I don't yet know why. The transport has been destroyed, along with my equipment. My pilot is dead. I will pray for him later. Interesting. Mindless servitors were created for menial tasks, but having a flesh drone just for operating the door seems excessive. Open the door! Es gibt generell, die Sprachausgabe wird immer Englisch sein, war auch im Hauptspiel schon so, weil Neocore Games ist halt nicht das größte Studio und deshalb bleibt bei Untertitel Deutsch und Spiel selbst Englisch. It might have information about this place. Was mich gerade so ein bisschen wundert, ist, dass die eingesprochene englische Stimme so einen gewissen Grundrauschton hat. Also es wirkt irgendwie merkwürdig auf mich. Wie kann das so gut aussehen, wenn es vor 4 Jahren rauskam? Just as I suspected, it's a pile of rust. Es sieht noch vollkommen okay aus. Some interesting diagnostics. I should check all the cogitators on this ship for other details. So, das Protokoll enthält sämtliche Hintergrundinformationen, gesammelte Beweise, Hinweise. Ich muss so viel wie möglich über den Koloss, diese Kolosterfestung herausfinden. Woher kommt sie? Ist jemand verantwortlich für diese verlassenen Koloss? Was ist mit den tausenden Menschen auf den hunderten Unterdecks geschehen? So viele Fragen, aber ich vertraue dem Imperator, dass ich hier die Antworten finden werde, in der Dunkelheit.
Richtig, das liegt an mir und dem 4K-Monitor, dass es so gut aussieht. Und natürlich, dass ich einfach alles aufdrehen kann dank der 4080 inzwischen. I have found some human remains. The time of death seems recent. I don't like the look. Oh yes, the perfect weapon to deliver the Emperor's justice. Oh. Lass uns die Ungläubigen verbrennen. Creature of Chaos, can you withstand my faith? Nein, kannst du nicht. An ancient imperial ship infested by chaos. So be it. Let's cleanse the taint then. So, du kannst für jede Mission zwei Waffensets anlegen. Drücke die Tab-Taste, um zwischen ihnen zu wechseln. Du sollst wissen, was das Wechsel all deiner... dass das Wechseln all deine Waffenfähigkeit in die Abklingzeit versetzt. Einige deiner Angriffe werden eine Weile nicht verfügbar sein. Aus diesem Grund musst du entscheiden, ob das Wechseln der Waffen inmitten eines Gefechts es wert ist. Ah, das ist die Plasma Gun. New log entry. I found a room tainted by the filth of chaos. There's also a tech priest maintenance shrine with a functioning cogitator. It could contain information on how I could turn off the Vox jammer. Martyr öffnet das Feuer auf sich näherndes Freihänderschiff und verursacht beträchtliche Schaden und den Verlust von Leben auf dem Zielschiff. Teleportarium-Signale werden regelmäßig unterbrochen, was den Zugang zu und das Verlassen des Klosters verhindert. Mögliche Systemstörung. There's an emergency cogitator nearby, where I could turn off the jamming signals. Die Zeichen weisen auf die Präsenz einer primitiven ketzerischen Kultur hin, die in den verlassenen Hallen des ehemaligen Klosters lebt und außerdem auf den starken Einfluss von Anbetern eines dämonischen Wesens. Sollte ich mich nicht irren, ist das gesamte Gebiet mit Nörgelverderbnis infiziert. Ah, Nörgel. Good old friend. Open the door. It is in the walls now. Everywhere. Taint. In the machines. By the Emperor. What foul abomination is this? A talking servitor. It might be mind-locked, but this is still unusual. Ich erinnere mich wieder. Die Grafik wirkt immer so ein bisschen trocken, auch damals auf mich. Und das war auch eine Sache damals, es gibt ja so eine Art Deckungssystem, dass man mit Leertaste halten sich zum Beispiel hinter einen, hinter Fässern verstecken kann, weil es gibt ja Fernkampf. Und das fand ich damals, hat das nicht so gut funktioniert. Finally, that's the cogitator that will disable the jammer. Was war deren Lösung darauf, sag ich mal, Fern- und Nahkampf relativ gleichwertig zu machen? The teleportation jammer, but the Vox should be fine now. Captain von Winter, can you hear me? Inquisitor, finally. I thought we'd lost you. It would have been quite convenient for you, I suppose. Trust me, I'm on your side. I'm not saying I don't want my ship back. But who would clear my name if you died in battle? Your loyalty is quite admirable, Captain. So, Geschenke vom Imperator. Da du dein Neocore-Spielerkonto verknüpft hast, wurde dir eine Belohnung in dein Inventar gelegt. Du hast außerdem eine Zusatzseite für deinen Stasis-Schrein erhalten. Ein passiver Fertigkeitspunkt. Ach, ich weiß, ihr müsst mich sehen. Ja, das Deckungssystem ist arg schlecht, sagt auch Holzius. Holzius hat vorhin schon gestanden im Chat, dass er es lange auf Konsole gespielt hat. Und ich finde, das ist auch leider nicht das Beste. So. Da sehen wir übrigens passive
beziehungsweise, ach, ja, ich erinnere mich leider. Also leider ist vielleicht übertrieben, aber ich kann mich, ne, es gibt halt relativ viele, sag ich mal, Fertigkeitsbäume in Passiva, die jetzt auch manchmal freigeschaltet werden. Unterdrückungsschadensbaum, musste erstmal 1 Million Unterdrückungsfeuer wahrscheinlich machen. Und dann kannst du die unterschiedlichen Skills bzw. passiven Fähigkeiten verbessern, um zum Beispiel ja, Fernkampffertigkeiten, Schadensbonus zu bekommen. Aber ich glaube, das war damals sogar übergreifend, ne? Weil ich habe ja schon hier einen gewissen Fortschritt. So, die eigentliche Rüstung. Ja, brauche ich jetzt nicht. Machen wir kritische Trefferchance plus 1%. Wir sind eh, das ist doch die, wie soll man sagen, die Einführungskampagne. Der Prolog. Wenn du auf dem Schiff noch unterwegs bist. Später bist du halt im Universum unterwegs und gehst auf unterschiedliche Planeten, die Ungläubigen läutern. Our Argos have picked up a Vox signal not far from your location. It is transmitting on an Imperial channel. It could be important. I'm on my way there. So, Kartenoverlay der Minimap. Hauptquest, Nebenquest, Hinweise, Verbündete, Feinde, Kommandant, Bösewicht, Elite, Boss. Schrein, Teleporter, Beutekiste, medizinischer Nachschub, Nachschubkiste. So, Unterdrückung ist übrigens nichts anderes als in Form wie Glaubensschild, würde ich mal sagen. Weil wenn das dann auf 0 geht, kriegst du halt Schaden. Ich weiß gar nicht, ob das skaliert war. Ich bin übrigens über der Karte. Da wäre eigentlich die Karte, ist aber nicht so interessant. Guck lieber mich an. Ich zeige mit meinen Augen, was auf der Karte los ist. Alle tot. Explodierende Objekte, rote Fässer sind natürlich alle explodierbar. Und dann können auch ein paar Teile in der Umgebung kaputt gehen. Aber Trümmer erschlagen eigentlich oder sonst irgendwas in die Richtung. Das ist halt wirklich nur. Wirklich nur so ein Gimmick. What have you found down there, Inquisitor? Some unlucky members of an Imperial retinue. This is a shrine dedicated to the ruinous powers. Somebody really wants his dark wishes fulfilled. In other words, there's something on that ship that requires human sacrifice. Wonderful. Ich habe immer noch das Gefühl, dass so ein bisschen, dass immer noch ein bisschen klobig ist von der Bewegung. Natürlich läuft es jetzt 4 Jahre besser als vor 4 Jahren, wo ich das gespielt habe, weil da hatte es noch ziemliche Performance-Probleme. Dann kann ich mich auch noch erinnern. Wäre natürlich schlimm, wenn das heute immer noch der Fall wäre. Vor allem möchte man immer wieder mit Leertaste zum Beispiel Gegenstände einblenden oder sowas, was auf dem Boden liegt. Ist aber totaler Unsinn. Das schauen wir uns in der Übersicht lieber an. So, was ist das? Das Flammenherz verursacht... Das Verursachen von Hitzeschaden hat eine Chance von 5% eine kleine Flammensalbe auszulösen, die 50% Schaden als Hitzeschaden verursacht und bei Feinden innerhalb eines Radius von 3 Metern einen Stapel brennen.
Göttliche Gnade erhalte bei Aktivierung Energieschildladung, die 59% deines maximalen LP entsprechen. Verliere nach 8 Sekunden das Schild. Danke Vollrolli für dein Prime-Sub. Aus jeglichen Quellen und löse eine Nova aus. Okay. A holy sensor. This must be a sign that I'm on the right path. Akte des Glaubens sind Nebenglaubensfähigkeiten, die den Inquisitoren der Sororitas zur Verfügung stehen, wenn sie sich nicht in die Form des gestaltgewordenen Heiligkeit einnehmen. Sie gewähren üblicherweise Arten von Stärkungszauber, aber einige von ihnen haben auch eine offensive Natur. Akte des Glaubens können im Fenster für Glaubensfähigkeiten ausgerüstet werden. Wähle einen Akt des Glaubens aus der linken Leiste aus und weise ihn oben einem verfügbaren Akt des Glaubens Fertigkeitsslot zu. Dann bin ich irritiert. Das ist übrigens die Waffenreichweite bei T, die ich einblenden kann. So, Inquisitorenstufe, Fortschritt. In bestimmten Stufen schalten außerdem neue Inkulator-Komponenten Vorteile und zusätzliche Slots für beides frei. Jede Klasse hat unterschiedliche Attribute. Alle drei Hauptattribute haben 5 Meilensteine und nachdem du einen von ihnen erreicht hast, erhältst du automatisch zusätzliche Fähigkeiten. Attribute sammelst du, wenn du Heldentat nicht hast. Ich glaube, dass du den Glauben auf dem Schiff ändern konntest. Du meinst, wenn ich jetzt nicht in der Mission bin. Hier sind die austauschbaren passiven Fähigkeiten, die deinen Inquisitor stärken können. Am Anfang hast du nur einen Vorteilsslot, aber nachdem du Stufe 15 und 30 erreicht hast, werden die anderen beiden freigeschaltet. Heldentaten. Na, wie hier oben? Ich weiß nicht. So, der Inokulator, der ist später zum Heilen. Weil soweit ich weiß, müsste eigentlich hier die Glaubensfähigkeit drin sein. Und mein Glaube halt ansteigt und irgendwann kannst du halt diese Glaubensfähigkeit nutzen, um dich in ein heiliges Wesen, in Anführungsstrichen, zu verwandeln. I was correct. I am undoubtedly on the right path. Das war ja mit F. Kann sie Geschütze bedienen. Wäre natürlich jetzt nicht sehr hilfreich gewesen, weil der ja einfach ums Geschütz rumläuft. So, der Feind kann stationäre Waffen mit starker Feuerkraft einsetzen, die deinen Charakter mühelos töten können. Obwohl die Waffen selbst zerstört werden können, ist es einfacher, die Bediener zu eliminieren. Versuche Angriffe auf die Flanken anstelle von vorne. Also, handel einfach logisch. Du kannst unten die Objekte bei Optionen stärker hervorheben lassen. Aber die werden doch eh schrifttechnisch angezeigt. Dann müsste ich das doch eh gut sehen. Fällt noch was auf, was ich früher auch kritisiert habe. Die isoperspektivische Darstellung hier ist nämlich so extrem,
dass du dich nach unten wirklich massiv eingeengt fühlst. Aber das kannst du im Nachgang schwierig umändern. Also, dass du... Ja, ich habe mich damals dann auch immer in die Richtung gedreht, wo ich hinlaufe, weil du einfach so die tiefste Sicht hast. Du kannst so am weitesten sehen, während du nach unten wirklich das Gefühl hast, gar keine Chance zu haben. Das Add-on gibt es zurzeit nur für den PC, das kommt wohl nächstes Jahr erst raus für die Konsole. It could contain a recording that could shed some light on what happened here. Wir reden ja hier von einem Klassen-Add-on. Body of a foreign Adeptus Astartes. What? Did you just say that there was a dead space marine down there? He must have been a member of that unlucky Imperial reconnaissance team I found. Allow me to clarify that. You only found pieces of them. So it'll be just you against something that tore apart one of the mightiest champions of the Imperium. Don't jump to conclusions just yet, Captain. It could easily be more than one creature. Sagen wir, für Konsole kommt das DLC später raus. Jetzt hat einer geschrieben, nämlich im Dezember. Jemand anders hat im Stream vorhin geschrieben, nächstes Jahr. Eins von beiden wird richtig sein. Auf jeden Fall ist es jetzt noch nicht raus. Come at me, creatures. Come at me. Hordenfallen. Hordenkritte allein sind sehr schwach, du solltest Dutzend von ihnen erwarten, die sich alle gleichzeitig auf dich stürzen. Unvorbereitet werden sie dich überrennen. Aber doch nicht mit dem Flammenwerfer. Alles wirkt so kalt. Und theoretisch habe ich jetzt genug Glauben für meine Spezialfähigkeit, aber habe ja gar keinen Glauben. Team Sigma, this is Chaos Thorn speaking. Team Sigma, come in. I'm afraid Team Sigma won't be responding anytime soon. What? Who are you and what are you doing there? Taking a stroll on the decks? By the Emperor! Mind your manners. I am an Inquisitor, and I don't tolerate. An Inquisitor? About bloody time. I thought your lot had followed Lord Klosterheim into the Dark Zone. Listen, we're under heavy attack in the control room, so I'd appreciate it if you could join us while we deliver the Emperor's will until our most triumphant death. Thorn out. New log entry. I established connection with someone from an Imperial expedition on the ship, but he is clearly confusing me with someone else. So, ja, Ruhm kann ich noch nicht reingehen. Heldentaten. Übrigens, Gegenstände werden nach einer Qualität eingestuft, deshalb siehst du da manchmal plus 3 Qualität. Weiß gar nicht, man konnte Vergleich zu wechseln. Slot 2 anlegen. Spieler kann die Sachen, glaube ich, auch verkaufen. Credits, Schicksalmarken. Hallo Big Cool. Plus 73 Unterdrückung, weniger LP. Plus 3 Qualität versus ausgerechnet Hauptelementar. Hauptimplantat.
Es gibt zwar eine Hauptrüstung, aber meistens ist das halt alles hier implantatmäßig. Achso, es ist dann 4 Kisten. Ich glaube, Nullraumsplitter oder Voidsplitter kann man vergleichen mit den Portalen aus Diablo. Wenn ich Nullraum-Kreuzer-Kampagne lese, das ist jetzt nur Spekulation. Wie gesagt, ich spiele das Spiel gesagt selbst zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder, aber ich glaube, in die Richtung geht das. Aber wir müssen immer noch durch den Prolog erstmal. Töte die Champion des Chaos. It's Thorn again. Another wave of filth is on its way to face me in a glorious carnage. I want your help as soon as possible. Careful, Thorn. That was dangerously close to insolence. And you are definitely confusing me with someone else. You are an Inquisitor, which is enough for me right now. The whole deck is swarming with the local mongrel tribes, and they've sent... So you're heading to the control room to save the jammer. That's the plan, yes. And who is this Caius Thorn exactly? Quite a character. Otherwise, I have no idea. He seems to think that I'm a member of his mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery, just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other Voidcraft in the vicinity. I've eliminated the first tribal champion. I wonder if these mongrel tribes are the descendants of the original inhabitants. I guess I'll know more soon. Ja, man merkt schon wieder, ich drehe... Genau dasselbe Problem, wie ich früher hatte, man dreht den Screen. Um halt eine bessere Perspektive zu haben. Und das war eine Sache, die hat mich früher schon so richtig abgefuckt. Kann sein, dass das nur jemand wie mich nervt, aber es ist halt... Dann fragt man sich halt schon manchmal, wieso. Thorn hier. How are you faring, Inquisitor? Considering that I'm alone, I'd say I'm making adequate progress. Alone? Where's the rest of your detachment? Under some smoldering wreckage. Well, that's unlucky. But that's all the more demons for us to kill. Let us rejoice in the furious challenge. Thorn out. Grüße zurück nach Tirol, Martin. I'm ready for my trial of faith. Retreated from my door. Regrouping, I'd say. I take it you killed the tribal champions. Yes, I purged the place. How ambitious. I like that.
But believe me, there is still much work to be done. You'll find a desecrated shrine next door that leads to the control room. Go there. Ich kann, also es ist ja gerade jemand, der anscheinend die Alpha gespielt hat, auch von dem neuen DLC. Ich muss halt auch immer noch sagen, wieder vom Spielgefühl von Anfang an, es bleibt das beste RPG im Warhammer 40k-Universum. Das ist doch das Einzige. Ne, es ist immer noch gefühlt ein bisschen klobig an vielen Ecken. Das Deckungssystem sagt mir persönlich nicht zu. Das ist immer noch, finde ich, eher eine Schwäche als wirklich ein Vorteilsystem in dem Spiel. Es ist schön, dass das immer noch supported ist. Ja, aber das ist halt, wenn das Deckungssystem einfach später überflüssig wird, hast du ja irgendwie ein System drin, was ja gar nicht benötigt wird eigentlich, aber es ist halt immer noch drin. Dann sollen sie es halt raushauen. Evil West ist auch super zum Anschauen, Martin. War auch ein sehr schönes Spiel, habe ich gerne durchgespielt die Tage. There is the exit. Some of my men will meet you on the other side, but plenty of them have been captured. I'll need your help to set them free. Und RPGs haben einfach schwer. Also vor allem, wenn du nicht Diablo heißt oder was ist andere P. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da wäre ich aber auch nicht warm mit. Pillar of... Nee. PoE. Nox aus den 90ern war auch geil. Also fand ich. Nox habe ich echt gerne gespielt, weil es auch einfach war ein Spiel, du kommst aus normalsterblicher in eine Fantasy-Welt und musst da irgendwie überleben. This is just the calm before the storm. Take advantage of the respite before the wretches return. At least I can send you some reinforcements. The hostiles are keeping some of my scouts caged up in the desecrated sanctum. Free the guardsmen and bring them to the control room. Ihr seid doch eh alle des Todes. Inquisitor. At your command. Gelegentlich wirst du von verbündeten Einheiten begleitet. Sie werden dir automatisch folgen und kämpfen. In einigen Missions- und besonderen Verteidigungsmissionen hast du eingeschränktes Kommando über die alliierten Soldaten, indem du sie auf markierte Positionen schickst. Man muss nur in der Nähe einer Positionsmarkierung stehen und die F-Taste gedrückt halten. Um die nächstgelegene Path of Exile. Dankeschön, Artan. Nochmal wegen vorhin. PoE ist ja Path of Exile, aber da bin ich auch nicht warm mit geworden. Schön, wenn das Leute sehr gerne spielen, aber... Weiß ich nicht. Mich hat auch Path of Exile nicht so gepackt. Ich habe dem schon mehrfach eine Chance gegeben und da mal ein paar Stunden rein investiert und es ist dann immer so. I'm entering the sanctum of the deck. It clearly used to be an imperial chapel, but the statues there are not familiar. When did the sacred fortress drift away from the light of the God Emperor? Meine einzig verbliebene Erinnerung an Sacred war, dass das im ersten Dorf, in das du kommst, selbst auf einen Rechner 10 Jahre später noch geruckelt hast. Weil es da irgendwie eine Fehlprogrammierung gab. Aber Sacred war damals der einzige wirklich Konkurrent von Diablo und der kam auch noch aus Deutschland. Aber haben sie auch verhunzt. Weil es ja nie nach... Es gab ja nie einen neuen... Also eine Fortführung nach Sacred 2. Es gab halt ein Actionspiel, sind wir ehrlich. Das war auch von Anfang an kein RPG geplant.
Hieß ja auch nicht Sekiro 3. Ich habe es damals doch gespielt. Es war, wenn man nicht gedacht hat, es ist ein RPG, sondern einfach ein Actionspiel, war das vollkommen in Ordnung. Aber es war halt richtig kacke, wenn man, sag ich mal, ein Sekiro 3 erwartet hat. Richtig, es ist kein Secret. Ich muss auch sagen, dass damals zu Zeiten, wo Secret 2 zum Beispiel rauskam, weil es gerade angesprochen wird, das war halt so unfertig und so kaputt zum Release. Dass wir auch beim deutschen Spielemarkt, bei deutschen Produkten, das irgendwie schon gewohnt waren zu der Zeit. Weil wir kommen von einem Markt, wo wo Gothic auch stark gefeiert wurde, obwohl Gothic, sag ich mal, auch ein Hort von Bugs war. We don't have much time, Inquisitor. Hurry up and take as many guardsmen with you as you can. Klone. Now you die, Maggie! Kommt raus aus eurem Käfig, Klone. Aber ich glaube... Ah ne, stimmt gar nicht. THQ arbeitet an einem Titan-Quest Neues. Also wer sich für RPG interessiert... Das ist zwar, glaube ich, noch nicht so... Ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon angeteasert haben. Ich sag's einfach, aber THQ arbeitet an einem neuen Titan-Quest. Deshalb gab es auch zuletzt wieder Support für den letzten Teil. Das könnte mal wieder was sehr Gutes werden. Also übrigens die Hitze meiner Waffe. Wer sich fragt, was dieser rote Balken ist, der sich auffüllt. Wenn wir es nicht täusche. Ich laufe falsch. Ich glaube, damals war die Klasse, die ich gespielt habe, die konnte ausweichen. Die konnte Rollen machen. Das war deren Spezialfähigkeit. Eine Multiplayer-Party funktioniert nur, wenn man durch die Gruppenfinder einen Server zugeteilt wurde. Ich muss übrigens wieder meine Kamera drehen. By the Emperor, we are saved. Reporting for duty, Inquisitor. The Abhumans are banging their war drums, calling up the filth of chaos from the caverns of the ship. If you want to know what a real battle looks like, I suggest you join me as soon as you can. At your command. Der Scharfschütze kann das Ausweichmanöver. Ja, dann habe ich den gespielt. Weil deshalb fand ich das Deckungssystem auch direkt so scheiße als Scharfschütze. Und dann habe ich versucht mit dem, mit der Nahkampfklasse, Paladin war es glaube ich, ne, zu spielen. Und das war halt schon ganz anders, weil du halt mit dem Deckungssystem nichts zu tun hattest. Was das Spiel besser macht. Jedenfalls damals, das ist halt alles bei mir Wissen von vor Jahren, was so langsam hochblubbert. Inquisitor, our augurs are starting to pick up huge waves of hostiles approaching your position. Can you hold them off on your own? Captain, a long time ago, I made an oath to protect the Imperium with no regard for my own life. Do you want to question my dedication? So what is your plan? My faith in the Emperor will protect me from the faithless. I was also planning to blast through the unclean with the devastating force of my weaponry. I'll have the transport ship ready, just in case. The Emperor's light has found me.
Düdüt. Ach, der Screen wechselt nicht schnell genug. Man sieht den eigentlichen Endscreen, der später erst wichtig ist. Untersuchung abgeschlossen. Die Hinweise, die ich gefunden habe, lassen mich folgenden Schlussfolgerungen ziehen. Vor kurzem ist eine ansehnliche imperiale Expedition auf der Klosterfestung gelandet, angeführt von einem gewissen Hochinquisitor Klosterheim. Zweck und aktueller Aufenthaltsort dieser Entdecker sind noch immer unbekannt. Doch aufgrund der großen Anzahl von Verlusten, die sie erlitten haben, nehme ich an, dass die Expedition aus einer beträchtlichen Anzahl an Mitgliedern bestand. Hochinquisitor Klosterheim hatte Inquisitoren und Befrager in seiner Gefolgschaft, wie auch ein paar Space Marines von Orden der Stormwatchers. Ich finde es beruhigend, dass das Caligari-Konklave mich nicht über die Existenz dieser Expedition in Kenntnis gesetzt haben. Der Kreuzer gibt einen Mist auf Deckung. Er brutzelt alles nieder oder ballert alles nieder oder zackt einfach alle Gegner. Wenn ich mich recht entsinne, kannst du das später eh alles zurücksetzen wieder. Sortierung nach Qualität. Beziehungsweise Stufe. Das Gefühl, dass man eigentlich schon mal ein schöneres Interface gesehen hat. Macht nichts. Übrigens schaltet man, was sich immer wundert, da kommen ja unterschiedliche Waffen, die plötzlich angezeigt werden. Du schaltest halt den Gegenstandstyp frei, dass du den finden kannst, wenn ich mich recht entsende. Ne, wenn ich nächste Stufe habe, kann ich den Gegenstand Ausweider und Bolzenpistole und Kettenschwert finden. Boltpistole. Schalt Gegenstand Flammenwerfer frei und so weiter und so fort. Dann kommen halt immer andere Waffen, umso höher meine Stufe ist. Mal gucken, wann endet das denn. Energiespalter mit 15. Dann kommen keine anderen Waffen mehr. Was ja okay ist. Aber ist ja eh noch Prolog. Welcome to the Martyr, Inquisitor. Not exactly the army I imagined, but reinforcements at last. So you do realize now that I don't belong to your expedition? I do, and I regret the confusion. We were not expecting any guests on this emperor-forsaken wreck. And first I thought that you must belong to Klosterheim's retinue. That fool brought a whole army of busybodies and interrogators with him. You must tell me everything about this man, his expedition. Dementsprechend, wie die Kamera ist, tauchen plötzlich die Bodentexturen auf und gehen wieder weg. The cogitator that overrides the jammer is two hallways away, and the whole control deck is swarming with feral tribes. Why do you think I'm stuck in this hole? They're keeping us pinned down in here. Time to turn the tide together, Sergeant. Inquisitor, we have a problem. Now is not a good time. Ready to fight! Let's take a look at this cogitator. Beep, 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 beep. These records are disturbing. This martyr has a mind of its own. For the Emperor!
So, du hast eine Weltfertigkeit aufgenommen. Diese Fertigkeit kann nur für eine bestimmte, begrenzte Zeit verwendet werden, wie der Zähler zeigt. Und nur der Typ davon, nur ein Typ davon kann gleichzeitig angelegt werden. Wenn du eine neue aufnimmst, verschwindet die aktuelle Fertigkeit. Naja, sind Minen. Well then, that was a pleasant warm-up, wasn't it? But Inquisitor, I'm sure they will drag their filthy god here to help them out. Noch einen Turm setzen, war das. We interrogated some of these tribesmen. They are all descendants of the original crew. Anyway, during centuries of drifting through the void, one of their generations forgot about our holy emperor and found new things to worship. And what would this god be? Madness incarnated, they call it. It could be anything, if you ask me, but nothing good. At your command. Inquisitor, listen to me. The monastery is... I'm in the middle of something. No. Later. For the Emperor! Ich glaube, damals war es nicht so leicht zu schnetzeln. Guten Abend, Steno Schnitz, und danke für einen Stufe 3 Sub. Vielen Dank. Oh, the thundering blast of weapons. I wish my brothers were here to hear this canticle of death. Talking about brothers, which chapter do you belong to? I am not familiar with this iconography. I am Sergeant Caius Thorm of the Stormwatcher Space Marines. Explain. Er traut sich nicht, mich anzuschauen. I would be truly disappointed if you did. Our existence is secret, our numbers are few, and our burden is terrible. We are the watchers in the shadows, but rest assured, we are the sanctioned blades of the Calgary Conclave. Doing what exactly? Dying gloriously during classified inquisitorial missions. Could we talk about this later? Ready to fight! Inquisitor, the monastery shows signs of... Not now. Kampfsprint. Top-Fähigkeit.
Guardsmen! Den Teleport-Störsender aktivieren. Charge! You are truly doing the Emperor's work, Inquisitor. Keep it up. We've crushed their main forces. Let's move out and disable that jammer. Immer hinten, lass mich andere in Ruhe, während ich den Störsender aktivieren muss. Their guard arrives? Trust me, it is already close. I wonder what it looks like. After we have disabled the jammer, close to home. Oh yes, that two-faced hypocrite. I have already lost a battle brother because of him, and then he left me down here to die. But now, move! At your command. Hallo, ich bin ein typisches Tinder-Profil. Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! Nein! Du bist 10 Kilo schwerer als auf deinem Bild! What's happening down there? Are you all right? I'm great. I've just killed a Hellbrute, a twisted mockery of a Space Marine. Praise the Emperor. I also have an Imperial Space Marine with grievous wounds, and I want to bring him aboard our ship. Inquisitor, listen to me. The Monastery has turned on the warp drives and is ready to leave the star system. Disable the jammer now. Space Marine hat eine Fleischwunde. Ready to fight. Fehlt nur ein Bein und ein Arm. Er ist also noch zu 90% kampfbereit. I've disabled the teleport jammer. At least I hope so. Inquisitor, you must teleport back before the ship leaves. We don't know where it's headed, and worse, the Jella shields are probably compromised. Warp travel will kill you. Hurry up, you don't want to get stranded over there. Inquisitor, are you all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What is happening to the Martyr? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is a derelict, Captain, which seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Martyr is a mystery, but it is very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see. Inquisitor, my astropath has sent your audio log to the Caligari Conclave, as you requested. Let me guess, another local warp surge manifestation swallowed the message whole? No, actually. We have received an official follow-up on your report. That must be a mistake. It's the Imperial bureaucracy. I wasn't expecting to hear from them for a few standard years. I have no idea what we found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your discovery has greatly intrigued the Conclave. You have found a ghost of the past, Inquisitor. The Martyr had strong ties to the Inquisition, and as such, it is very important to us. We all thought that the Fortress Monastery had been destroyed, with the exception of Lord Inquisitor Klosterheim. He dedicated his life to finding the Martyr, only to disappear without a trace. And now, you have proof of both the existence of the Martyr and the whereabouts of Lord Klosterheim. We want answers. Continue this investigation. Evaluate the data.
gather new clues and find the martyr. Hopefully with Lord Klosterheim on board so he can explain his disappearance. We must remind you that this investigation requires absolute secrecy, and it will be your task, and your task alone. Übrigens verstehe ich jetzt mal die Quest. Als es damals nur auf Englisch gab, fand ich das gar nicht so einfach. How hard could it be? The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic materials of the Adeptus Astartes. We need a Magos Biologist specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magus Biologus there. Du kannst eine neue Option freischalten, mit der du eine Missionsübersicht mit zufällig generierten Missionen für deine Stufe und einen laufenden Untersuchungen, vordringlichen Aufträgen und speziellen Orten schnell aufrufen und somit Missionen sofort starten kannst. Da ist die Kommandobrücke des Schiffs eure Operationsbasis, wo ihr euch auf Missionen vorbereiten und Ressourcen verwalten könnt. Klickt auf die hervorgehobenen Konsole oder NPCs, um auf die verfügbaren Verwaltungsbildschirme zuzugreifen. Momentan habt ihr Zugriff auf den Laden bei Ragnar von Van Winter, auf euer Lager und vor allem auf die Sternenkarte. Ihr könnt nun andere Spieler einladen, eurer Gruppe beizutreten. Wöchentlicher Ruhm für Schicksalspunkte und Ruhmbelohnungen. Also 2.0 Update-Info. Da sind die Glaubensfähigkeiten. Willkommen im Fenster zu den Glaubensfähigkeiten. Hier kannst du besondere Klassenfähigkeiten der Inquisitoren der Sororitas einrichten. Durch die Kraft ihres Glaubens manifestiert die Inquisitoren der Sororitas kleine Wunder. Klicke auf ein Symbol in der Liste und ziehe es in den Fähigkeiten-Slot. Die Klassenressource der Inquisitoren der Sororitas ist Glaube, welcher hauptsächlich verwendet wird, um die Form der Gestalt gewordenen Heiligkeit einzunehmen. Der heilige Ritus, den du dort auswählst, legt fest, wie du in Missionen an Glauben gewinnst. Du kannst dies anpassen, indem du auf das Symbol klickst und einen heiligen Ritus aus der Pop-Up-Leiste ausführst, bzw. auswählst. Wenn der Glaubensressourcenbalken vollständig gefüllt ist, kannst du die Form der Gestalt gewordenen Heiligkeit einnehmen. Du erhältst unermessliche Kräfte, aber nur vorübergehend. Wenn dein Glaube auf Null sinkt, verwandelst du dich sofort in deine normale Form zurück. Sororitas. Ja, ist doch das, was ich gesagt habe. Sororitas. Mit Schicksal kann man sich fast alle DLCs auch noch erspielen. In der Form der Gestalt gewordenen Heiligkeit werden deine normalen Fertigkeiten mit einer Auswahl außergewöhnlicher starker Fähigkeiten namens Heilige Taten ersetzt. Klicke auf ein Symbol in der Liste und ziehe es in einen Fertigkeiten-Slot, um zu wechseln, welche dieser in Missionen verwendbar sind. Beachte, die Anzahl verfügbarer Slots begrenzt ist und dass die Slots für einen Akt des Glaubens durch Ausdrücken hier nicht zählen. Also links sind meine generellen Akte des Glaubens. Blitz der Vergeltung. Göttliche Gnade, war das mit dem Schild? Ja, die werden erst freigeschaltet. Erhalt für die Dauer der Mission 0,01% kontinuierliche Glaubensregeneration pro Sekunde für jeden getöteten Feind. Wird zurückgesetzt, wenn du die Form des der Gestalt gewordenen Heiligkeit verlässt. Und hier gibt es nur die Leute eine Flamme, die ich zurzeit einsetzen kann. Der Rest wird noch mit höheren Stufen freigeschaltet. You
Inquisitor, and I am here to serve. From now on, I will need you on the bridge, Astropath. Connect to your fellow Astropaths in the choir of the Caligari Conclave, and pass me the messages which deal with priority assignments. As you wish, Inquisitor. As you wish. So, mit der kann ich handeln. Ich nehme jetzt erstmal, ne, den Kram, den ich habe. Genau, ist im Moment eh Qualität etwas besser. Ach komm. Warum soll ich jetzt schon ganz qualifizieren? So würde ich das jedenfalls gerade sehen. Natürlich sind da unterschiedliche Sachen drauf, teilweise auch unterschiedliche Fähigkeiten werden verbessert. Kritische Trefferchance, Nahkampfschaden, Schaden gegen mittlere Feinde. Bei kritischen Angriffen besteht eine Chance von 3,5% auf Furcht. Verkauf alle gewöhnlichen. Du hast von den geflügelten Siegeln 2 Slots. So, Autoverkauf ist ja auch ganz cool. Was meinst du mit den geflügelten Siegeln? Ja, ich habe ja noch mehr Slots, aber ich habe ja nur eine Fähigkeit. Ach so, ich habe nur das Lilien ausgerüstet, habe kein Zweis ausgerüstet. Okay, ja, du hast recht. Du meinst die Signum. Ich kann zu diesem Zeitpunkt den Schluss ziehen, dass die verlassene Klosterfestung, von dem das Notsignal kam, den Namen Martyr trägt und dass sie den Caligari-Sektor ungefähr vor 5000 Jahren erreicht hat, nach dem imperialen Bürgerkrieg, der auch als großer Bürgerkrieg bezeichnet wird. Ein Inquisitor namens Uther Tiberius hatte das Kommando über die Martyr. Er hatte ein sehr klares Ziel, um hierher zu reisen, und einige der Mitglieder seiner Gefolgschaft hatten Gründe, sich über seine Absichten Sorgen zu machen. Was genau in den folgenden 5000 Jahren passiert ist, ist unklar. Irgendwann muss die Martyr im Warp verschwunden sein und sie wurde von einer kürzlich auftretenden Warpwelle im System herausgespuckt. Bereits befallen von der Galle des Nörgels. So, noch irgendwas, womit ich auch noch interagieren sollte. This is Metasurgeon Agrippa 723 Theta speaking. How can I assist you, Inquisitor? Ich habe einen Space Marine mit schweren Verletzungen auf meinem Schiff. Ich brauche sofort einen Magus Biologus. Your request cannot be granted. I suggest that you seek medical assistance elsewhere. Ich befinde mich auf einem Spezialauftrag des Caligari-Konklaves. Ich muss darauf bestehen, Genitor. Lass mich nicht zweimal fragen. Allow me to clarify. The Magos Biologus with the required skill set is unavailable. Current status. Ja, wo kann ich den Magus finden? Our brethren have been studying an epidemic on the St. Abelard Relay Station. We lost contact with the station recently. Die müssen wir jetzt erstmal retten. Na, wir unseren Space Marine wieder geflickt bekommen. Natürlich, man kann Gegenstände zurückkaufen, aber wir können ehrlich sein, mit meiner aktuellen Stufe und so ist es relativ noch Latten. Jede Mission in dem Spiel beginnt mit einer Besprechung,
in der du alle taktischen Details erfährst. Die linke Spalte zeigt das Layout des Missionsgebiets an, wie auch einige Darstellungen von Feinden in der Umgebung. Das Hauptfenster enthält technische Informationen wie Missionstyp, Schwierigkeitsmodifikator, Usas Tarot und mögliche Belohnungen. Die Zahl in der oberen rechten Ecke ist die Missionsherausforderungsbewertung, die mit einer Stufe verglichen wird und dementsprechend die Modifikatoren bestimmt, die du für die Dauer dieser Mission erhältst. Du kannst die Mission noch um 3 Usa Tarot-Karten erweitern. Weniger Schaden, mehr Schaden erlitten. Wir lassen einfach normal. Auge des Terrors. Einmal getroffen, tot. Inquisitor. The epidemic that spread through the relay station was just the prelude to a full-scale chaos infestation. The Void Station is in total lockdown until the decontamination teams and the Imperial Guard troops arrive, and that could take time. Quarantine doesn't concern me, Captain. Think of me as decontamination crew and support team in one. Do you really believe that the Magos biologus you seek is there, alive? There are still people on the station. Metrodora Thelema is a sacred priest of the Omnissiah. I believe she can take care of herself. Stirbt. Wir werden aber nicht die ganze Story spielen, weil es einfach... Es ist halt nur noch mal ein Reingucken nach den ganzen Jahren. Inquisitor, if you don't mind me asking, why are you so sure this Caius Thorn could help your investigation? He is a spaceman, a legendary defender of the Imperium. It makes him the most important member of Klosterheim's retinue. Even if their relationship was as strained as it seems, he must have been very close to the Lord Inquisitor. And he could have knowledge of important details. Wir haben die Woche noch genug anderes zu tun. Also Marvel Midnight Sun werde ich wohl am 1. spielen. Und das wird dann erstmal relativ viel Zeit beanspruchen. Leider habe ich immer noch keine genaue Zusage, wann genau die Keys rausgehen. Darktide werde ich noch ein bisschen weiterspielen, ja. Ich kam da die Tage noch nicht zu, weil ich am Wochenende andere Sachen gemacht habe. There is no trace of the martyr anywhere in the logbooks of my ship. This ship is ancient and has traveled everywhere. Vor allem habe ich Darktide ein bisschen privat gespielt noch. Nothing. I suspected that much. It was worth a try. I wish I had the treasured logbook of my rogue trader clan. It has been in the possession of my family since my ancestor received the warrant of trade. What happened to that logbook? It has disappeared when the Inquisitorial Purge destroyed the clan headquarters. It is indeed quite unfortunate, Captain. Wir haben die Darktide-Entwickler jetzt gesagt, dass der Progress übernommen wird fürs Hauptspiel. Also es gibt keinen Reset, was eigentlich schon mal ganz cool ist. Habe ich die 15 Level mit meinem einen Schaden nicht umsonst gemacht. I'm ready for my trial of faith. Remarkable. A soul-bound warp creature protects the chest. Most remarkable. Ja, und tot. Aber Darktide ist schon ein geiles Spiel.
vor allem mit den jetzt auch neueren Karten gibt es auch wieder, also gibt es auch endlich mal ein bisschen Abwechslung. Also mit 4 Karten war es ein bisschen wenig, da habe ich schon langsam was Kotzen bekommen. Jetzt sind ja 6 drin. Ne, stimmt gar nicht, es müsste jetzt diese Woche schon wieder ein bisschen mehr drin sein. Vor allem ist auch, weil es eine weitere... Wenn man es glaubt, es gibt auch einen weiteren Missionstyp bei Warhammer 40k Darktide jetzt. Ist auch egal. Offizieller Release ist am 31. oder 30. Auf jeden Fall war es in der ersten Woche mit den Anfangskarten wirklich sehr monoton. Das ist halt, das stimmt schon. Aber dadurch, dass jetzt mehr Karten drin sind, hat sich das alles so aufgelockert. You're in the archives, Inquisitor. Try to find a cogitator that can grant you access to the data. Werden jetzt auch demnächst, sag ich mal, bei Warhammer 40k Darktide. Ich weiß nicht, sie hatten es auch angegeben. Es gab schon ein Event die Tage, da habe ich aber abends nicht gespielt, wo glaube ich Kartenmodifikatoren dann an waren. This is the central cogitator. Die das Erlebnis ein bisschen verändern sollen. If Logis Barlogus tried to send a report to his superiors, it must be logged here. I miss the Magus Barlogus on the station. I logged the 3 potential destinations where I could find her. I hope she's worth all this trouble. Warte mich zurück. Trefferchance, Unterdrückungsschaden, Widerstand auf Leidenschaft. Auf der nächsten Stufe plus 1 Glauben und plus 2 Unterdrückungschance Widerstand. Ich halte bei Inokulatorverwendung eine Bannerladung. Gültefähigkeit Granatenmine etc. Zeitschadeneffekte stellen 0,3% Gesundheit wieder her. Wie zum Beispiel Feuer. Diese Info kommt übrigens zu spät. Die Sternkarte ist der Ort, an dem du durch die Spielwelt navigieren und Missionen annehmen kannst. Von nun an wirst du hier aus verschiedenen Missionstypen wählen und zwischen Sternsystemen sowie Subsektoren reisen können. Die Zahlen in den Orten geben den Schwierigkeitsgrad der Mission im Vergleich zur Stufe deines Charakters an. Je größer die Ambition, desto höher die Kosten. Je größer die Reinheit, desto stärker die Säuberung. Desto üppiger natürlich auch die Belohnung. Du kannst zum Beispiel auch den Einsatz mit Hilfe von Tarotkarten erhöhen. Sieh im Protokoll nach, um mehr über die Spielmechanismen zu erfahren.
The Emperor Protects. Kann mit Stufe 7 in Stufe 10 Sektor gehen. Die drei möchten Orte nach dem Magus Biologus Biologis durchsuchen. Aeton-System. Das ist ja das, wo wir jetzt sind. So, Angriff der Minenbohranlage. Es tut mir sehr leid, ich finde es halt immer noch etwas trocken. Ich habe, glaube ich, dieselbe Berührungsprobleme mit dem Spiel wie früher. Das mag jetzt sauberer laufen und found, der Kampf ist ein bisschen schneller. Und es scheint, du hast auch Company. Aber es hat halt immer noch Schwächen. Inquisitor, the rebellious forces of the Astra Militarium have taken over the area, and they're fighting with the loyal Imperial Guards. The rebels have surrounded the colony where the Magus Biologus might be holed up, and their mortars attack the Imperial fort with artillery fire. I've just walked straight into a war, haven't I? It seems like it. I'll take care of the rebel mortars first. Kill the heretic. Fragt es Holzius nach seinem Ingame-Namen. Kann leider keinen Ninja-Invite gerade erlauben. Lieber Chat. Weil wir werden gleich nämlich Spielwechsel machen. Marauder bombers as a counterattack. They will bomb the entire area. Find cover. Ach, wer braucht schon Deckung? Ach so, das ist die Markierung wahrscheinlich für die Bombardierung. Ja. Flop, flop hat's gemacht. The Marauder bombers have retreated. You are safe to proceed. Mein Gott, haut der Flammenwerfer aber rein. F drücken, um mit Granatwerfer zu interagieren. I've deactivated the first mortar.
How do you dare to turn our weapons against us? Vor allem super. Wäre nicht eine Zerstörung des Granatwerfers verbessert? Achso, du hast mit Holzius geredet wegen dem Edden. Kann ich verstehen. Wenn ihr beide sehr viele Stunden habt, könnt ihr ja bestimmt mal zusammenspielen im Chat. Bei vielen Sachen hockst dann hier, ne? Und bis halt dann irgendwelche Builds, die am besten sind, wahrscheinlich am durchziehen. Sorry, spiel lieber Solo. Du weißt, Solo-Story war kein guter Film, ne? Also ich müsste das Spiel, wenn wirklich mit jemandem zusammenspielen, weil es das einfach besser macht. Die meisten Spiele werden im Koop besser. Captain, Metrodor Thelema ist definitiv nicht hier. Aber ein Oberkörper mit einem Kabel im Kopf. At least I've eliminated the local threat. So this whole journey hasn't been a complete waste of my time. We have two other sets of coordinates. Maybe you'll find her on the next world. Gibt leider fast keine aktive deutsche Community. Na, wenn die deutsche Übersetzung immer noch nicht überall drin ist. Also wir hatten ja jetzt nur im Trailer, das ist komischerweise nicht Trailer, in der Intro-Sequenz war es halt Englisch. Mit deiner Gun. Second mortar deactivated. That will teach a lesson to this rabble. Ich glaube, sie ist sehr stark mit dem Feuerschaden. Ja, das ist auch mein Gefühl. Auch wenn ich das Spiel ewig nicht mehr gespielt habe, alles stirbt ein bisschen sehr schnell. Wahrscheinlich ist das halt wirklich wegen dem gedotteten Feuerschaden. I spoke too soon, Inquisitor. The Marauder Bombers are launching a second wave of bombardments. Stell nicht an. Ich sehe ja Punkte auf dem Boden. The Emperor protects. Her, ich bin falsch gelaufen und habe eine Kiste gefunden. Aber ich glaube auch, die Laufgeschwindigkeit war früher langsamer. Ich muss mal in mein altes Video nochmal reingucken. Von früher, wo ich das zum Release gespielt habe. Guten Abend, Quicksilver. Ach, da ist meine Heilung durch die Dots. Teleport Beacon in range.
Mir geht es gut. Hallo, mir geht es gut. Good work. The rebels won't be able to launch artillery fire for a while. Bisschen müde. Aber es haben alle. Ich habe heute auch meine allerletzte Gruppentherapie gehabt. Heute Morgen. Hurra, hurra, der Imperator ist austherapiert. Jedenfalls bis nächstes Jahr Dezember. Ne, nächstes Jahr Februar, Entschuldigung. Dann darf ich einen neuen magischen Moment haben mit einer anderen Gruppe. Ich würde das gerne mal ausprobieren mit dem Ausweider. Wobei das dann reiner Nahkampf ist und ich denke mal, der Flammenwerfer wird sich auch weiter durchsetzen. So, einige Orte bieten spezielle Missionen, Möglichkeiten zum Handel und einzigartige Begegnungen. Freund einladen, Spielerinfo, Missionsübersicht, ach so, Sektorenanzeige, da geht's zurück. Ich habe jetzt gerade sowas gesucht wie ein Rückfenster. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich bin eins zu weit gegangen. Da haben wir schon alle Sektoren gesehen. Und es ist ein Symbol mit einer Lupe. Stimmt. Man kann natürlich auch die random Nebenmissionen noch machen. In den Gebieten. Aber ich glaube, die Kampagnenmission durchzuziehen, reicht fürs Leveln schon. Inquisitor, this is the second location where Omega's Biologus could be. Ausweiden, weiter Schlag. Der Herr in der Sturmangriff, Wirbelner Schlag. Ah! Zersägt die Ungläubigen! Genau so und nicht anders. Schade. Geht ja wirklich an den Gegner ran, wie mit einer Kettensäge. Einfach an... Ich weiß nicht, ob das Lore entsprechend ist. My ears are bleeding. I must stop this emperor-forsaken noise. And it's gone. Now, where was I? Inquisitor, we have noticed some strange organic outgrowths that generate intense warp activity. These pustules are the creation of Nurgle. Some of his demons are about to access the real space through these hives. I shall destroy all of them.
Almost there, Inquisitor. There is one ugly boil left in the area. Flammenwerfer ist besser, ja. Ist auch. Wobei die Fähigkeiten auch viel Schaden machen. Nur wenn du halt den normalen Angriff machst vorne. Mit dem Reinsägen. Der hört irgendwann auf. Also es ist nicht permanent. Irgendwann wird die Säge abgesetzt. Und dann wird es nochmal. Startet die Animation nochmal von vorne. Benzin nachfüllen. Sekundär ist ja zurzeit die Plasma Gun, die ich drin habe. Bolzenpistole und Kettenschwert. Ausweiden, Vollautomatik. Sturm, Angriffssprung, Wirbelsturm und Vergeltung. Wie ihr merkt, Fähigkeiten der Waffe ändert sich. Also nach, je nach Bewaffnung hast du andere Fähigkeiten. Ja, wie so ein bisschen an den Dämonenjäger von Diablo. Der hat ja so ein Rotations- und mit den Waffenrumballer-Skill. A soul-bound warp creature protects the chest. Most remarkable. Back to the abyss creature. I wonder why this chest was so heavily protected. Das ist der Biologietyp. This is an Adeptus Mechanicus quarantine zone, Inquisitor. You must leave. You should have told me that before I came in to rescue you. If that was an attempt at sarcasm, you're wasting your time. Rest assured, the Conclave will be notified of your support. I've been looking for you for a while. I need your expertise. I'm a high-ranking geneticist of the Machine God. My extraordinary skill set is undoubtedly best employed here. I have an Adeptus Astartes with grievous injuries on my ship, and I need him walking and talking. How often do you have the opportunity to work on one of the angels made flesh? This new information requires me to reconsider. I will accompany you, Inquisitor. So, gibt aber noch ein Nest zum Zerstören.
Die Animationen sind auch ein bisschen klobig. Auch vom neuen Charakter. Weil ich jetzt nicht böse meine, aber... Das ist ja schon ein paar Jahre alt. Das Hauptspiel. Aber auch früher hast du dann so gedacht. Meine Animationen wirken halt ein bisschen merkwürdig. Moment, wie lange ist jetzt Wolzen her? Oder Wolzen? Oder wie es hieß? Ich glaube, das ist 2 Jahre her. Das war animationstechnisch echt krass. Und das hier ist halt leider ein bisschen hölzern. Ja, ist echt nicht vergleichbar. Ich weiß das. Das ist halt immer schwierig. Da ist der Medikus jetzt sonst auf der Station und da ist der Space Marine in der Biokapsel. It allows them to enter a state of suspended animation if they're lethally injured. I'm bringing him back slowly. Meanwhile, I have already completed the sanctified surgical rites and supplied this man with bionic and mechanical implants. Can I talk to him? You can talk to me, Inquisitor. I can't promise to answer all your questions, though. First of all, who are you? Who are the Storm Watchers? With all due respect, I can't go into any classified details. You need to get the necessary clearance level first. But I can tell you this much. We are the Chamber Militant of the Conclave. We have been working for the Inquisitors of the Caligari Sector for a very long time. In secret. Do you always work for untrustworthy Inquisitors like Klosterheim? Klosterheim left me on the Martyr to die a useless death. Do I feel furious? By the Emperor, yes. But no, I don't think he is a heretic, if that is what you're implying. Do you have any ideas where he could be now? I am certain he is still on the Martyr. He is seeking something there, but I have no idea where the ship went. How did you find the Martyr in the first place? Klosterheim has ties to a mysterious sect of tech priests called the Requisitioners. They are the experts on the supposed tech relics of Uther Tiberius, the leader of the Martyr. They helped him to find the wreck. They have a research sanctum on Cardian II in the Chernobog system. That's a lead, of sorts. They might help me to find the monastery again. So, ich würde an der Stelle breaken, weil wir sind ja in einem angespielt eigentlich. Das ist natürlich jetzt die gesamte Story. Ist auch schwierig zu sagen, okay, ab jetzt müssen wir Stopp machen. Wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden. Das angespielt wird dann ein bisschen sehr lang werden irgendwann. Es gibt natürlich noch zig Mechaniken, auf die wir jetzt nicht gekommen sind. Ne? Es gibt, wir haben es kurz gesehen, auf der Sternkarte. Man kann in den Sektoren... Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ich glaube, wenn man eine gewisse Menge der Heretics vertreibt, steigt man in der Stufe aus in dem Sektor und kann weitere Belohnungen freischalten. Das war, glaube ich, in der Übersicht zu sehen. Ich glaube nicht in der Übersicht. Genau der Einfluss.
Inokulator-Komponente, Einfluss, Gegenstandssammlung, Fernkampfwaffe, mehr Einfluss und so weiter. Dafür macht das dann einen gewissen Sinn, dass du auch die, ne, die Random-Mission machst in diesen Gebieten. Man kann die Mission schwerer machen, als wir jetzt gerade gespielt haben, auf normal. Wir haben gesehen, wie die Talente funktionieren, wobei ich damals auch nicht so der größte Fan war von dieser Passivgeschichte, dass du manche Sachen dann freischaltest und dann kannst du halt eine passive Verstärkung einfügen. Macht halt eine gewisse Invalidität nochmal aus, finde ich halt einfach, sind nochmal Zusatzwerte zum eigentlichen, wo du dich charakterlich eigentlich entwickelst, ne, mit deiner Ausrüstung später. Die Heldentaten, weiß ich gar nicht, ob die irgendeinen Effekt hatten auf den Charakter oder einfach nur so sind. Ich glaube, die sind einfach nur so. Ah ne, du kriegst auch Belohnungspunkte dadurch, wenn du Heldentaten abschließt, sehe ich gerade. Okay. Moralität ist übrigens noch gar nicht freigeschaltet, deshalb kann ich darauf überhaupt nicht eingehen gerade. Wenn euch das Spiel gefällt, dann kann man es immer noch kaufen. Auch das Hauptspiel einfach erstmal. Ich glaube, das Hauptspiel gibt es inzwischen für 9 Euro bei Instant Gaming. Und ich glaube, es gibt auch eine Complete Edition für 14,99. Ich weiß nicht, ob da das DLC mit dem Charakter jetzt drin wäre, aber ansonsten habt ihr die drei Hauptcharaktere. Chat hat vorhin gesagt, du kannst relativ viel auch mit Ingame-Währung freikaufen von den DLCs inzwischen. Ich weiß nicht, ob das auch für die DLCs von den Charakteren geht. Ansonsten spielt ihr die Hauptcharaktere, die drei, die halt auch schon sehr viel beinhaltet. Und gerade wird im Chat gesagt von Inhalator, der 700 Stunden gespielt hat, man braucht eigentlich nur das Prophecy DLC für 5 Euro. Dann mache ich mal ohne Gewehr, glaube ich ihm jetzt einfach. Für mich ist es immer noch ein bisschen statisch, ein bisschen klobig vom Gefühl her beim Spielen. Aber wer gerne eine Warhammer 40k RPG haben will, ist das Beste. Das andere, wenn du ein Fantasy-RPG haben willst, es gibt Warhammer Fantasy Chaos Bane, war es, glaube ich, was auch sehr gut, also ich fand das sehr gut, das Chaos Bane. Das hatte mir sehr gut gefallen. Wird aber, glaube ich, nicht weiterentwickelt, wenn ich mich recht entsinne. Kann ich aber auch gerade täuschen, weil ich da auch schon etwas länger nicht mehr reingeguckt habe. Das habe ich damals von Anfang bis Ende gespielt und war halt insgesamt ein sehr gutes RPG. Wahrscheinlich nicht deep genug für manche. Wenn du von PoE oder so kamst, war es wahrscheinlich nicht deep genug. Aber für mich ist dann so ein bisschen mehr oberflächlich, ganz coole Geschichte. Ja, mach mal an dem Punkt Ende. Wenn du das auf YouTube gesehen hast, lass einen Kommentar da und ein Like. Wir sehen uns im anderen Angespielt wieder. Es wird noch genug kommen. Und bis dann. Dankeschön.